Howdy Leute und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Desperados 3. Kein Problem. Und wir müssen immer noch unseren Doc finden. Wir hatten irgendwie eine riesen Partynacht. Und jetzt sucht uns das ganze Dorf. So, erstmal wieder hier runter. Was zum? Okay. Okay. So. Ah, okay. Er sieht einen doch. Höhle? Ja, wir treffen uns da. Bloß nicht umkippen. Ja, bin unterwegs. Klar, Captain, ich kümmere mich drum. Hör auf zu zappeln. Dann legen wir den mal da hinten ab. Ich schaff das. Wir sind das, wenn ich die Haki hier. Ich hab trockene Lippen. Hier hinleg. Bis jetzt kommt. Vielleicht hau sie um. Okay. Okay. Ich hab viele davon. Nur ein paar Sekunden. Okay. Hector, lauf los. Umkippen. Yep. Und ich hab viele davon. Okay, mal sehen. Hast du das gehört? Morph. Muss deine Spuren vermischen, Arschloch. Okay, die schaffe ich. Nicht verstecken kann. Nicht auf das Ende. Okay, so war's nicht gedacht. Durch. Okay. Hat aber irgendwie geklappt. Nichts dabei. So war das nicht gedacht. Das sind lauter Ponchos. Das ist natürlich unangenehm hier. Speier mal. Ja. Bin unterwegs. Hector holt seine Hake. Nee, nicht Bianca. Brauch dich noch. Der sieht ihn natürlich auch. Kein Problem. Sicher, sicher. Vielleicht sollten wir es dann versuchen, einen hier außen rum. Aber der sieht den. Der sieht ihn die ganze Zeit. Der wird dann Alarm auslösen, das ist mir eigentlich wenig. Ein Poncho, den kann ich auch nicht ablenken, richtig? Können vielleicht höchstens die Kanone auslösen, dann
rennen die vielleicht. Best Coffins, 2-for-1. Okay. Ich glaube, das nützt einem nicht so viel. So, was sieht denn der? Der sieht den hier. Ganz langsam. Ich schaff das. Verstecken wir den mal da im Busch. Kein Problem. Bin unterwegs. Puh. Also ist es wahr? Er war es wirklich? Ja. Er sieht ganz klar danach aus. Ich kann es selbst kaum glauben. Satan, der Bankräuber. Muss ein irrer Anblick gewesen sein. Oh, der rennt weg. Okay. Bin unterwegs. Kein Problem. Du bist aber nicht wie wir. Ist gut. Bereit. So. Da haben wir dann Fußspuren. Also, der kommt jetzt erstmal wieder. Bis er sich umdreht. Wozu braucht er das Geld denn? Bleiben wir mal ab. Für den Saloon. Ich wette, in der Hölle ist Whisky noch teurer als hier oben auf der Erde. Los, gut. Nicht umkippen. Dann Schritte einmal hier hin und die Münze. Diese Fußspuren hinterlassen. Klar, kommt nur her. Da rappelt der Karton. Hoffentlich hält das. Yep. So, Beeilung, sonst kommt der andere. Was ist das? Puh. Mal auf Hector schalten. Versteckst du dich vor mir? Okay, komm noch ein bisschen vor. Hallo? Komm schon. Er sollte noch ein bisschen hier rüberkommen. Hallo? Lauf doch noch ein Stückchen. Alle zu weg. Das hält schon. Komm schon. Da oben ist natürlich gefährlich, muss man aufpassen. Nicht weglaufen. Sehr schön. Oh, mir brummt der Schädel. Gut. Kommt er da hinten durch? Nein. Er kann nicht über den kleinen Zaun klettern. Das ist ja doof. Oh, ein bisschen schwindelig. Ich komme auch nicht schnell genug darüber. Das heißt, hier ist erstmal Schluss für mich. Kein Problem. Okay, der würde die umhauen. Einen langen Mantel und große Hörner wie ein Stier. Wie sollen wir den Teufel jemals einsparen? Mal gucken, ob das hier irgendeine Lösung beiträgt. Was ist passiert? Sie ist ein
Okay, schauen wir mal, wie wir hier runterkommen. Bin unterwegs. Ich kümmere mich drum. Ich weiß ja wirklich nicht, ob die das verdient haben, dass man sie erschlägt. Kein Problem. Was ist das denn passiert? Okay. Da muss man nachher mal dran denken, dass der hier noch rumgammelt. Ein Willen versklavt. Kein Problem. Als ob sie den. Okay, die wird gerade gesehen. Ja, kein Problem. Das schaffe ich noch. Cleveres Mädchen. Vielleicht irgendeine Art von Wut? Das hält schon. Okay, schnell, 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 schnell. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Sie kommt! Ah. Was für ein Versager. Kein Problem. Ich glaube, wir schlagen hier diesmal nicht kaputt. Hm? Das ist ziemlich fies. Lassen wir es erstmal so. Bin unterwegs. So. Das schaffe ich noch. Hör auf zu zappeln. Nehmen wir mal mit. Kein Problem. Schon da. Laufen wir da mal außen rum. Da steht Doc. Da wohnt er aber nicht. Mach den Weg frei. So. Ich schaff das. Also echt, Hector. Ich hab schon mit Besseren zusammengearbeitet. Aber das ist so... Kurz gerechnet, das ist natürlich schon fies. Ein Schütze. Ohren zu. Ich könnte prinzipiell pfeifen, sitzen, aber nichts, weil ich mich nirgends verstecken kann. Kein Problem. Irrer Blick. So. So, jetzt das hat er aber. Schon da. Na, also. Mach den Weg frei. Na, das war jetzt ganz schön anstrengend, sag ich mal, hm? Gibt's hier irgendwas zu verstecken? Der Teufel. Moment, hier war ja auch noch einer gestanden. Ganz schlecht. Das ist ein freies Land. Und kein Zauber wird meinen freien Willen versklaven. Also der ist gefährlich. Das schaffe ich noch. Bloß nicht umkippen. Haben Sie das Tor aufgebrochen? Der
Schädel. Laufen wir hier hinten rum. Bin unterwegs. Ich kümmere mich. Hör auf zu zappeln. Komm schon. Gut. Dann haben wir den. Ich hab trockene Lippen. Vielleicht. Legen wir hier mal die Hake hin. Müssen wir auf das Huhn aufpassen. Ich schaff das. So, vielleicht. Ohren zu. Wer hat sie dazu gebracht? Da brummt der Schädel. Oh, jetzt ist das Huhn in die Hake reingelaufen. Jetzt habe ich eine. Ein gestuntes Huhn. Eieiei, das war ja wieder gar nichts. Kein Problem. Dann holen wir uns das mal. Arme Dinger. Zu Tode geängstigt. Vielleicht einfach frech hinrennen. Dieser Stadt liegt ein Fluch. Alle zu Hector. Bin unterwegs. Hilft uns was? Okay. Da war der Typ auf der anderen Seite. Ich habe doch da vorhin kontrolliert, wo der hinschaut. Und da hat er die ganze Zeit nur da drüben hingeguckt. Jetzt lässt er hier wieder seinen Blick schweifen und sieht ihn auch noch. Mantel und große Hörner wie ein Stier. Kein Zauber. Weiß auch nicht. Die Tiere drehen durch. Hinter all dem steckt der Teufel. Wie ich es immer schon vorhergesagt habe. Du hast viel vorher. Naja, das nützt mir alles nichts. Da müssen wir zurück. Oh, mir brummt der Schädel. So. Er wird wissen, was zu tun ist. Bloß nicht umkippen. Ja, es läuft heute nicht so gut. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, wie ich das Kleid besorgen soll. Also. Weil hier einfach ein Poncho ist. Noch ein Poncho. Und der Longcoat. Die Ponchos lassen sich nicht so gut ablenken. Die sehen sich gegenseitig. Und dann rennt der auch noch rum. Da drüben ist auch noch einer. Aus der Wand gerissen worden. Der Boden sehr seltsam. Ist mit Hufspuren übersät. Dann ist das wahr? Satan höchstpersönlich verletzte Matthias? Bin unterwegs. Wieso hat er das jetzt überlebt? Eieiei. Und ich habe da hinten nicht gespeichert. Kein Problem. Ich schaff das. Oh, mir brummt der Schädel. Ja, das läuft alles nicht so doll. Weiß immer noch nicht, wo der Doc ist. Ich habe immer noch keine Verkleidung. Weiß nicht, wie ich die loswerden soll. Könnte natürlich die Kanone mal auslösen und gucken, was passiert. Ich glaube, das ist das Letzte, was ich heute noch machen. Ansonsten würde ich sagen, falls sich da jetzt nichts findet,
lassen wir es erstmal sein. Okay. Sekunde. Ja, vermutlich wieder nicht gespeichert. Oh, wie ungeschickt. Tja, was war da mit der Kugel? Wissen wir auch nicht. Alles unklar. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle lieber mal für heute eine Pause. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal.